Ich habe sehr viel gelernt in diesen 2 Tagen. Ich kann es jedem nur empfehlen, das auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Weil ich durch Corona mich mit diesem ganzen digitalen Kram auseinandersetzen musste und keine Ahnung hatte und mich durch die ganzen Tutorials gequält habe. Und ich dachte, so eine persönliche Erklärung und ein Workshop ist genau das, was ich brauche. Weil ich denke mir, ein Handy haben wir alle und die Schüler auch. Und das ist ein totales Thema für Schüler, mit denen irgendwas zu erarbeiten, ein Thema zu besprechen und die Kinder loszuschicken, gemeinsam ein Projekt zu haben. Oftmals jetzt gerade in der Zeit kam man drauf, ach, wie kann ich denn auch eine Website oder so nett bespielen oder mit netten Inhalten füllen? Wie kann ich denn vielleicht mal so ein kleines nettes Erklärvideo machen, ohne dass es langweilig wird? Wunderbar fand ich, dass es absolut niederschwellig war, dass alle, die irgendwie ein Handy haben, einfach herkommen konnten und so, ach bitte zeigt uns doch mal, was kann ich denn damit tun, was ich finde super erfüllt wurde. Dass ich genau da abgeholt worden bin, wo ich war, nämlich beim Nichtskönnen und jetzt hinausgehe und weiß, es ist eigentlich kein Hexenwerk, es bedeutet Übung und immer mal wieder was ausprobieren. Und ich fand dann auch schön an diesem Workshop, wie die Leute eigentlich gleich anfangen wollten. Oh ja, lasst uns jetzt mal was drehen und lasst uns mal was tun. Wir wollen es ausprobieren. Das finde ich immer das Beste an einem Workshop, wenn das dieser Spaß schon da so mittransportiert wird. Die Anleitung fand ich super. Die beiden Frauen, die diesen Workshop geleitet haben, hatten eine ganz nette Sprache und Ansprache, dass man sich auch traut, dass ich mich getraut habe zu fragen, auch so eine ganz einfachen Fragen, weil ich wusste, man hört mir zu. Die hatten Spaß an dem, was sie tun, und ich war ihnen nicht zu blöd mit meinen Fragen. Ich bin nicht abgekanzelt worden mit meiner Unwissenheit oder so. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mit meinen Schülern auch mache, weil sie dann ihre eigenen Filme herstellen können und dazu auch ihre eigenen Handys dann mitbringen können. Und ich könnte ihnen jetzt zeigen, wie sie daraus einen Kurzfilm machen. Das würde ich mir sogar zutrauen. Jetzt. Ich war froh, mal wieder unter Gleichgesinnten zu sein, und ich fand diese Atmosphäre hier sehr angenehm, weil alle so motiviert waren und es war kein langweiliger Workshop, sondern wir hatten alle Biss und wollten was machen.